Hallo und herzlich willkommen zum ersten Update zu den kleinen Fancy-Babys. Die sind gestern geschlüpft und der Papa ist noch drin und macht fein Brutpflege. Und der ist ganz schön kaputt, wie ihr vielleicht seht, weil er eigentlich kaum was isst und seine Flossen auch nur zusammenkneift. Naja, aber den Kleinen scheint es sehr gut zu gehen. Ihr seht, die sind ganz fleißig am Hibbeln und ihr seht auch, dass der Papa die immer wieder ins Nest spuckt. Es ist natürlich vielleicht nicht so amused, wenn wir hier zugucken. Er guckt aber, dass die Kleinen sicher verwahrt sind und das Weibchen habe ich schon rausgenommen. Die haben sich relativ schnell verpaart und da habe ich gar kein Eier im Nest gesehen, deswegen freue ich mich jetzt umso mehr. Auch wenn der Wurf wieder so klein ist, schreibt mir doch mal in die Kommentare, ob ihr mit Wasserwerten da ähnliche Erfahrungen gemacht habe. Bei uns ist das Wasser sehr weich. Ich habe keine Ahnung, ob sich das auf die Wurfstärke auswirkt. Ich habe nur das Gefühl, dass seit ich in Bremen wohne, die Würfe ziemlich klein sind. Also maximal 50 Stück. Ich möchte mich nicht beschweren, aber es ist halt doch ärgerlich. Ja, weil das Männchen sich doch anstrengt und das Weibchen auch einen guten Laichbauch hatte. Wobei es natürlich auch sein kann, dass viele verpilzt waren, etc. etc. Aber ich kenne das auch anders. Deswegen, ja. Das erste Update ist jetzt erstmal sehr kurz gehalten, weil man sieht ja jetzt noch nicht so viel. Die Kleinen sind jetzt um die 2 mm groß. Es sind noch viele mit hellen Bauch oder hellen Körper. Das ist für mich immer noch so ein Anzeichen, dass sie erst frisch geschlüpft sind. Die sind noch ganz hell und ganz weiß. Und die anderen, die schon ein bisschen dunkler sind, sind wahrscheinlich früher geschlüpft. Zumindest konnte ich das schon beobachten. Und ihr seht, dass sie auch diese Nestbauhilfe sehr gut annehmen, um oben zu bleiben. Ich habe jetzt auch schon ein bisschen Grünzeug reingetan. Aber noch nicht so viel, nur eine Schwimmpflanze, dass ich die Kleinen noch gut beobachten kann. Aber ihr seht, das Männchen kümmert sich sehr rührend um die Jungtiere. Und der wird morgen rauskommen und erstmal einen schönen, entspannten Sudtag hinlegen, dass er wieder auf Kräften kommt. Er ist zwar jetzt nicht ganz kaputt, aber ihr seht, die Flossen haben ein bisschen gelitten. Und allgemein sieht er nicht mehr so fit aus. Ja, ihr wundert euch vielleicht, warum das Wasser so trüb ist. Naja, das ist halt das Futter, was dann das Männchen liegen lässt. Und auch, ja, ich habe jetzt ein bisschen Futterreste rausgesammelt schon, aber und ein bisschen Wasser aufgefüllt, aber trotzdem ist da noch was am Rumfliegen und da kann man jetzt erstmal nichts gegen tun. Ich möchte nicht, dass die Jungtiere verschütt gehen und ihr habt gerade gesehen, da hat er wieder einen großen Batzen hingemacht, aber das sieht so aus, als wenn die Kleinen nicht mehr so fit sind. Wobei so ein bisschen scheint frisch geschlüpft zu sein. Naja, er kümmert sich ja rührend und die wahrscheinlich nicht mehr so fit sind, die wird er dann auch irgendwann aussortieren. Ich bin froh, dass es beim ersten Anlauf direkt geklappt hat. Dann haben die Tiere am wenigsten Stress. Das hätte ich jetzt gar nicht erwartet. Aber das ist auf jeden Fall schön. Ich hoffe, euch gefällt auch mal so ein früher Einblick, auch wenn man noch nicht so viel sieht. Aber Brutpflege ist natürlich auch echt interessant anzuschauen. Ja, wenn ihr weitere Fragen zu Kampffischen habt und ihr seid jetzt zufällig auf das Video gestoßen, dann schaut doch gerne in die Infobox oder drückt abonnieren. Ich lade regelmäßig Updates hoch und mache auch zwischendrin Infovideos über Kampffische. Bei mir werdet ihr keine Importe sehen, also da muss ich euch leider enttäuschen. Ich unterstütze das nicht und möchte das auch nicht. Ich habe schon mal importiert und ich kann nur jeden davon abraten, weil dieses Thema aktuell auch in den Foren unterwegs ist und da auch jemand gerade sehr viel Profit mit Zuchten, Nachzuchten macht aus Thailand, die derjenige für unter 5 Euro importiert und dann für 25, 20 Euro verkauft.
Das möchte ich nicht unterstützen und deswegen werdet ihr das bei mir nicht sehen. Wenn ich mal was importiere, dann ist das Tier dann auch hundertprozentig für mich, weil ich finde das eine Frechheit, wenn man Tiere importiert und sie für ganz, ganz viel Geld verkauft und so tut, als ob man so viel bezahlt hat. Und wenn man sich mal informiert, weiß man ganz genau, dass es nicht so ist. Das am Rande. Wie gesagt, ich wünsche euch noch viel Spaß bei den nächsten Updates. Ich bin super gespannt auf diesen Nachwuchs hier. Und ihr seht ja, der Mann hat ganz schön was zu tun und kümmert sich auch wirklich rührend. Und ja, wenn ihr weiter dran bleiben wollt, dann klickt gerne abonnieren. Und wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen hoch freuen. Und vielleicht habt ihr Fragen, Antworten, irgendwelche Tipps und Tricks, was ich vielleicht noch nicht gesehen habe, was ihr aber gesehen habt. Dann könnt ihr auch gerne kommentieren. Ich bin immer offen für Diskussionen und natürlich könnt ihr auch nach meinen Nachzuchten schon gucken, die schon abgabebereit sind, wo er ein paar Brüder hat, die ihm ähnlich sehen. Guckt ihr mal auf Facebook, Kampffischdame, dann findet ihr weitere Tiere und ich werde auch in Assen sein und da könnt ihr auch die Tiere mitnehmen. So viel dazu. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschüss!